Ahnung, der ist korrekt. Unser Spionageflugzeug ist in der Luft. So, weiter geht's mit Darksiders 2 heute im Gaming-Marathon. Dann lasst mal dran arbeiten, ne? Oh, verdammt, nein, 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 nein. Oh, verdammt, nein, 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 nein. So, jetzt sollte es funktionieren. Kleine technische Schwierigkeiten. So, wo waren wir eigentlich gestern? Ding, da hat man, glaube ich, aber erstmal kaputt machen das Zeugs. Könnte ja Geld drin sein. Oder Gegner. Ich präferiere Geld. Seht ihr? Geld. Wir mögen Geld. Okay. Okay. Wird irgendwie gar nichts. Okay. Weiter geht's. Kohle, 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 Kohle. Ja, das mache ich nur für die Seite vom Buch der Toten. Mehr gibt's ja auch gerade gar nicht. Ich kann nicht. Ich vermute, wir müssen oder auch nicht. Wasted. Sei du nicht die, die sofort explodiert. Wieso liegt das Geld, das ich gerade hier gedroppt habe, da drüben im Nichts? Ja, wunderschön. Und du?
Tja, da ist immer noch nichts. Na klar. Vielleicht muss ich selber woanders hinstellen. Schauen wir doch mal. Wir wollen ja hier kein Geld vergessen. Bah. Schwere Geburt für ein einfaches Wort. The fuck? Ha! Schriftrolle des Seelenlenkers. Folge den Koordinaten, um dem Labyrinth des Seelenlenkers zu entkommen. OSN. OSN. What? Das soll mir jetzt was sagen? Ah, ich glaube, ich muss die beiden Schalter aktivieren. Gleichzeitig vielleicht. Bleibt da mal drauf stehen. Himmelherr, Gott nochmal, du wirst ja wohl in der Lage sein, eine Lampe vor dich zu stellen und nicht jedes Mal genau unter dich. Nö, passiert irgendwie auch nichts. Welchen Sinn hat dieser Schalter? Warum hat mein Handy vibriert? Aber die Kleinigkeit noch kurz einstellen und dann bin ich wieder da. So, nur ein ganz kleines bisschen Werbung gemacht und schon geht's weiter. Verzeiht die Unterbrechung. Ripe Titties, danke, dass du meinen Kanal abonniert hast. By the way, ein durchaus interessanter Name. Was machen wir jetzt? Vielleicht haben wir irgendwas da drüben ausgelöst.
Immerhin haben wir unser Geld bekommen. Ups. That was not planned. So. Ah, und Geld. Geld regiert die Welt, selbst hier in Darksiders. Was für jeden Scheiß Gold. In Darksiders 1 gab es Seelen, das war ja irgendwie noch so als kryptische Wesen cool. Aber hier ist es einfach nur simples Gold. Was ich nicht ganz verstehe, der Krieg hätte eher was von Gold gehabt und der Tod eher was von Seelen. Aber das soll ja jetzt nicht mein Problem sein. Ich habe, glaube ich, das Rätsel die Lösung gefunden. Jetzt haben wir eine Lampe. Jetzt brauchen wir noch einen Typen, der eine Lampe halten will. Klick. Schade, nichts drin. Always worth a try. Und da haben wir auch die Lampenhalter. Welcher unangenehmerweise noch in die falsche Richtung schaut. Was auch immer das Explosionszeug jetzt hier macht, mal gucken. Brauchen wir es noch für irgendwas? Nichts zum Sprengen da. Da unten waren wir schon. Da ist wieder diese komische Blutsiegele. Woran hängst du? Du schwebst einfach in der Luft. Okay. Dann schweb mal schön. Irgendwo ist immer ein Schatz. Oder Stacheln. Stacheln gehen auch. Boah. Wie so ein Kind im Süßigkeitenladen alles kaputt machen. Schlacht kaputt. Gold. Gold, 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 Gold. Alles kaputt schlagen, da steht noch mehr. Da war sogar noch was drin. Unmöglich. Ich kann nicht. Ja, dann lass halt. Wer auch immer Gold in einen Grabstein steckt, mir egal, ist meins. Unmöglich. Ja doch, weiß ich doch. Lange nicht fertig, hier steht noch ein bisschen Zeug zum kaputt machen. Hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Ich hab mir sowas gerechnet. Darum ja auch das Gefühl von einem Käthe Süßigkeitenladen. Machst du alles kaputt, kommt manchmal eine Kiste. Na, wo stehst du denn? Da. Meins? Echt jetzt? Da war bloß Geld drin?
Voll fies. Medev und gefundenes Geld. Verliere aber 66. Ja, verliere 9 Kraft. Das bisschen, und wie viel Widerstand? 37. Nee, lass mal. Ach, diesmal kann ich, muss ich die Käfer vorher killen, oder was? Seid doch jetzt Bogenschützen, ihr seid neu. So, damit hätten wir den zweiten Stein des Lebens, um den Champion der Arena herauszufordern. Wir lassen den armen Kerl da oben noch nicht verrotten. Da lag noch Geld. Kann nicht. Ja, ich hab Glück halt. Ich finde das Limit von 5 ein bisschen unpraktisch, weil es ist manchmal so richtig harte Gegner wie der Level 20er Boss, den ich versehentlich gechallenged habe. Da brauchen wir dann schon ein paar mehr. Oh, da liegt ein Axt am Boden. Und da. Was auch immer dich in der Luft hält. Waffenstelle. War so klar. Immer Waffenstelle kaputt machen. Da ist meistens. Oh mein Gott, die ist. Die sollte was Gutes sein. Guck ich mir gleich an. Und noch eine Glewe. Sehr hübsch. Der Raum hat sich gelohnt, das mag ich.
Wer an sowas vorbeigeht, hat einen Riesenfehler begangen. So, besessene Doppelsense für Level 14. Gesundheit bei kritischem Treffer geht hoch. Mehr wollte ich gar nicht, muss ich gar nicht wissen. Frostschaden ist mir irre, ist mir absolut Pumpe. Gesundheit bei Exekution, das kommt zu selten vor. Und Zorn bei kritischem Treffer könnte eine Upgrade-Werte sein. Verbessern. Was auch immer Inferno-Schaden ist, das wird jetzt mein Konter zum Frostschaden. Wir sind noch lange nicht fertig mit dem Verbessern. Durchschlagschaden oder Exekutionschance? Dann nehmen wir den Durchschlagschaden. Machen wir daraus ein richtiges Damage-Dealer-Wunder. Und kritischer magischer Schaden, Kraft oder Magie? Kraft. Noch mehr Gesundheit bei kritischen... Nee, das geht ja runter. Dann machen wir den Entfernungsschaden noch. So, wir bekommen ein bisschen Angriff, ansonsten Durchschlagsschaden, Entfernungsschaden, Kraft, Gesundheit beim Crit. Frostschaden ist das einzige, was runtergeht, da können wir drauf pfeifen, dafür bekommen wir ja jetzt Infernoschaden. Anlegen. Ah, Zorn bei kritischem Treffer und Gesundheit bei Exekution habe ich jetzt zwar verloren als Werte, das hat irgendwie gerade nicht mehr reingepasst, aber da pfeife ich auch drauf. Verbessern wir die noch mit dir und dann ist die sogar auf Maximum. Sehr schön. Ich glaube, da nehme ich das mit dem Inferno-Schaden noch. So, wunderschön. Neue Sensen sind immer was Schönes. Und vor allem Instant auf Max Level gezogen. Das ist geil. Hab so lange Waffen gespart, dass ich sie direkt Max ziehen kann. Unmöglich. Ja, schon klar. Zu gehen. Oder all diesen Bergen, die dem Geld ist. Hat den Toten niemand gesagt, dass man Geld nicht mit in die Hölle nimmt? Ich kann nicht. Noch mehr davon. Unmöglich. Junge, hörst du auf zu klettern? Du sollst zuschlagen, nicht klettern. Geht doch. Ich kann nicht. Echt? Ich hab sogar die Zorntränke voll. Tatsache. Unmöglich.
So, jetzt klettern wir. Wir haben nämlich offensichtlich noch nicht genug kaputt gemacht. Okay, hier ist nichts. Außer einem Haufen HP-Tränke, die ich nicht nehmen kann. Meins. Ha! Noch mehr Ausrüstung, die ich ins nächste Teil knippeln kann. Machen wir mal die Tür auf und sind dann direkt beim Steinwächter. Hallo Steinwächter. Genau der Typ da oben. Einmal eben rumklettern. Ah, fuck. Vollkommen falsch gelaufen. Das war's. Lichter gehen an. Und dann aus die Maus. Normalerweise wird mir noch gezeigt, wo ich lang muss. Schön, dass hier jetzt schön warm ist, weil es Feuer brennt, aber wo muss ich jetzt hin? Und da war ich schon. Da ist geschlossen. Na, gucken wir uns hier mal um. Zack, falsche Richtung. Na, Mensch, was glaubst du denn so? Du kannst dich ziegen. Dich? Wetten? Mein Gott, sind die niedlich. Dies wird ein Grab. Er will uns holen! Ja, hatte ich vor. Ich bin schließlich der Tod, ne? Habt ihr das irgendwie vergessen? Noch ein Gerücke?